Herzlich willkommen zu meinem Testbericht über die Rolei Kompaktline 80, eine digitale Kompaktkamera aus dem Hause Rolei. Die kommt mit einem dreifach optischen Zoom. Sie hat 8 Megapixel und ein 2,5 Zoll Display. Sie wirbt damit, dass sie das Lächeln erkennt, also das sogenannte Smile Detection, die Gesichter erkennt und einen digitalen Bildstabilisator hat. Ein Blitz ist auch eingebaut, einen optischen Sucher gibt es nicht. Das ist aber auch bei diesen Kameras in dieser Kategorie nicht üblich. Hinten gibt es ein 2,5 Zoll Display und ein paar Tasten, insbesondere so einen Multifunktions-WIP-Schalter. Dann haben wir hier eine Taste, um wiederzugeben, die gemachten Fotos, eine Menütaste, die Set-Taste und dann kann man hier wichtige Funktionen wie Makro, Blitz direkt aufrufen. Das ist zum Löschen einzelner Bilder und hiermit schalten wir um zwischen den drei Modi. Es gibt natürlich noch mehr, insbesondere eben Video, Foto und Sprachaufnahme. Man kann selbst diese Kamera auch als Diktiergerät benutzen, wer das möchte. Wir schauen uns einmal die Einstellungsmöglichkeiten im Menü an. Wir haben hier die Funktionen durchzuschalten, ob wir einen Fotorahmen verwenden möchten, ob wir einen Digitalzoom verwenden, die Auflösung, fein, super fein, die Messmethode, da können wir hier den Weißabgleich einstellen, die ISO-Empfindlichkeit, die Belichtung, dann die Betriebsart und dass man irgendetwas hervorhebt, die Schärfe, eine Zeichnung, Effekte, den Datumsaufdruck und da sind wir wieder beim Bildstabilisator. Das ist recht schön intuitiv gemacht. Es gibt noch ein weiteres Menü, wo wir mal eben sehen, ob wir das finden. Das finden wir, wenn wir hier drauf gehen. Wir haben die Möglichkeit, hier Video, Sprachaufnahme und verschiedene Motivprogramme auszusuchen. Was mir aufgefallen ist, es gibt ein eigenes Feuerwerkprogramm. Es gibt ein Programm für Bilder im Schnee, eins für Lebensmittelfotografie, für Gebäude und man kann auch, wenn man das möchte, einen Text mit ins Bild einblenden. Wir gehen einmal zurück. Wir sind hier im Fotobereich. Was auffällt, ist der wahnsinnig schnelle Zoom. Ja, also das ist schon, macht auch entsprechend Krach. Das kleine Motörchen strengt sich schon voll an. Zoomt sehr schnell. Wir haben hier die Möglichkeit, den Blitz zuzuschalten, auf Automatik ausschalten oder rote Augen, Vermeidungsvorblitz. Die Kamera verfügt als Schnittstelle einzig nur über einen Mini-USB-Anschluss, der verbirgt sich hier unter der Abdeckung. Ansonsten kann man hier unten unterhalb bei der Klappe sowohl die Speicherkarte, also eine SD, auch eine SDHC-Karte, kann man noch rausnehmen. Hier gibt es ja ein Stativgewinde. Das kleine Kamerachen ist insbesondere eigentlich relativ schön leicht und macht durchaus einen wertigen Eindruck und passt auch gut eigentlich in die Tasche. Also es geht ja bei diesen Überlegungen häufig darum, will ich parallel zu meinem Handy noch eine Kamera mitschleppen, also für diese Anwendung und wenn man sagt, man möchte gerne parallel noch Fotos machen, ist die Kamera ganz gut geeignet. Kann ich also durchaus empfehlen. Wie gesagt, was ein bisschen stört, sind die relativ lauten Betriebsgeräusche, aber da wird man sich sicherlich leicht mit abfinden können. Kamera ist im Gebrauchbereich sehr günstig zu erwerben. Rolei hat leider da nicht so einen guten Ruf wie andere Firmen, obwohl die Geräte aus meiner Sicht qualitativ durchaus sehr hochwertig sind. Deswegen von mir eigentlich eine klare Empfehlung, wenn Sie eine kleine, wirklich kompakte Kamera suchen, die auch nicht zu teuer sein soll, mit der Sie ordentliche Bilder machen können, dann kann ich Ihnen diese kleine Rolei durchaus ans Herz legen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für Kameras interessieren, sich auch meine weiteren Testberichte anschauen und sage vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.